Weihnachten steht vor der Tür. Überall Lichter, Christkindlmärkte und opulent dekorierte Schaufenster. Die Menschen strömen in die Städte auf der Jagd nach Geschenken. Advent in Deutschland. Manchmal besinnlich und gemütlich, aber oft nur noch laut, hektisch und konsumorientiert. Der eigentliche Sinn und die Botschaft von Weihnachten treten da oft völlig in den Hintergrund. Doch wie sieht Weihnachten da aus, wo die Menschen nichts oder nur wenig haben? Erwin Kreutler war 35 Jahre lang Bischof in Brasilien. Der engagierte Umweltschützer erhielt 2010 den alternativen Nobelpreis und arbeitete an der päpstlichen Enzyklika Laudato Si mit. Als Gott einer von uns wurde, so heißt es in sein kleines Buch, in dem er seine Gedanken zur Weihnachtsbotschaft formuliert. Die großen sozialen Unterschiede in Brasilien werden an Weihnachten besonders krass sichtbar. Während auch hier die einen ein Hochfest des Konsums feiern, gibt es bei den anderen kaum Geschenke. Dafür steht aber die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem und deren kirchliche Feier im Mittelpunkt des Festes. Doch viel wichtiger ist der meditative Teil dieses Buches. Erwin Kreutler wählt Verse aus den biblischen Schriften zur Weihnachtszeit aus und bezieht deren Aussage auf den Alltag, auf die sozialen Probleme Brasiliens, Jugendliche ohne Arbeit, Drogensucht, die Vertreibung indigener Völker, die Not kleiner Landwirte. Gleichzeitig sind diese Texte aber voller Hoffnung und zeugen von großem Gottvertrauen, das aus dem Glauben an den Gott mit uns erwächst. Weihnachten ist, wenn wir Gottes Gegenwart erfahren und an seine Liebe glauben. Die Gewissheit, dass er bei uns ist, verleiht uns die Kraft, trotz aller Rückschläge nicht mutlos zu werden. Friede wird dann sein, wenn wir die Würde aller Menschen achten, wenn wir Vorurteile überwinden, wenn wir mit den Armen in liebender Solidarität teilen, wenn wir unsere Erde vor Zerstörung bewahren, wenn Gerechtigkeit unser Handeln bestimmt, wenn Gottes Liebe durch uns erstrahlt. Bischof Erwin Kreutler setzt einen nachdenklich stimmenden Akzent in der Adventszeit, eine wohltuend andere, völlig unsentimentale Sicht auf Weihnachten.